Hallo. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Okay. Wir sind hier bei diesem schönen Spiel und wir haben in der letzten Folge irgendwas gemacht. Ich weiß es leider schon gar nicht mehr so genau. Wir waren irgendwo und wollten irgendwo hin. Wir kamen wahrscheinlich von rechts, genau vom Turm kamen wir. Und jetzt gehen wir weiter in Richtung Todesberg. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob das überhaupt eine kluge Idee ist, was wir hier tun. Ich meine, ich habe es schon mal angesprochen. Ja, es kann hier sehr... Oh Gott, Octoroks. Ja, hier gibt es auch Octoroks. Diese lassen sich mit einem kleinen Trick besiegen. Sie saugen nämlich Luft ein und versuchen ein... Anschließend, ich kann es ja mal demonstrieren. So, er saugt jetzt hier Zeug ein und dann wirft er so einen Ball und der explodiert halt auch noch. Also das ist die gefährlichste Art von Octoroks. Sie haben allerdings noch eine spezielle Eigenschaft, die ich euch jetzt nicht zeigen kann. Schade. Denn diese Art von Octoroks ist ganz praktisch, wenn man Waffen hat, die verrostet sind. Und wirft die auf so einen Octorok, dann lutscht der da so dran, ne? So wie er es jetzt auch bei der Bombe getan hat. Und spuckt die dann wieder aus und dann hat er den Rost tatsächlich von der Waffe heruntergelutscht, sozusagen. So, ich bin laut Karte immer noch auf dem richtigen Weg. Und wir versuchen natürlich weiterhin. Na, jetzt haben wir einen coolen Erzbohrer. Zack, zack. Schon geht das hier viel, viel einfacher. Wir werden sehr, sehr reich sein, glaube ich. Also das ist das Positive an diesem Ausflug zum Todesberg. Es fühlt sich irgendwie immer noch falsch an, hier als erstes hinzugehen. Fuck, der Brandschutz ist gerade erloschen. Dann trinkt man mal ganz schnell einen neuen. Ja, wir haben ja einiges. Und das sieht komisch aus. Ja, das war jetzt natürlich auch nötig, sich da nahe hinzubewegen, wenn man schon eh einen Verdacht hat, dass es komisch aussieht. Ein Magma-Rock. Den werden wir natürlich nicht bekämpfen. Wir haben ja, glaube ich, im Let's Play noch nicht mal einen Ivarock bekämpft. Also die normalen Gegner, sag ich mal, diese lebenden Steine, die hier durch die Gegend fetzen und einen töten wollen. Dann werden wir jetzt natürlich vom Magma-Rock ganz bestimmt Reißaus nehmen, weil, naja, er ist dasselbe, nur mit Magma und dementsprechend kein Freund von uns. Ich hoffe, der wirft uns jetzt nicht ab. Ich habe Angst. Okay, an sich ist er ganz ruhig geblieben. Das freut mich. Gut, das haben wir auch überlebt. So, ja, das ging. Wir werden ihn natürlich, also ich denke mal, wir werden hier zurückkommen irgendwann und den mal richtig verkloppen und so. Vielleicht könnte ich mir vorstellen, dass wir das machen. Aber jetzt halt erstmal nicht. So, was haben wir hier? Todesberg Etappe 3, die Südmine. Gut. Dann sind wir schon mal ein bisschen weitergekommen. Ah, Löschechse. Wir untersuchen mal hier jeden Stein. Überall ist eine Löschechse drunter oder was? Bernstein. Also wie gesagt, was Geld angeht, ist dieser Todesberg natürlich eine feine Sache. Ja, unter jedem Stein ist eine Löschechse. Was ist denn hier los? Bisschen übertrieben, oder? Oh, da ist ein Hammer. Der ist natürlich mega cool. Aber wir brauchen ihn jetzt eigentlich nicht so sehr. Südmine. Da kriegen wir nochmal die Bestätigung. Wirklich unter jedem Stein ist eine Löschechse. Und hier sind auch ganz, ganz viele allgemein. Zack. Sehr schön. Sammeln wir die alle mal ein. Können ja nicht schlecht sein hier bei dieser Hitze. So, dann reden wir mal kurz mit diesem gechillten. Oh, der schläft. Ne, dann reden wir nicht mit dem. Aufwecken möchte ich ihn ja auch nicht. So, hier ist nochmal ein Kochtopf. Jetzt frage ich mich nur, wie konnte ich nochmal diese Medizin herstellen? Warte mal. Wir reden erstmal kurz mit dem Mensch hier.
Masarki. Ah, du kommst gerade richtig. Ich bin gerade auf dem Heimweg von Goronia, aber ich habe vergessen, Mitbringsel zu kaufen. Eigentlich wollte ich ja ein paar von diesen Löschechsen vom Todesberg fangen, aber die sind mir zu flink. Kannst du vielleicht welche für mich fangen? Für 10 Löschechsen würde ich dir eine Anti-Feuerrüstung geben. Was sagst du? Jo, auf jeden Fall. 10 Löschechsen. Wie viele davon haben wir? Mir ist es nämlich gerade wieder eingefallen und deshalb wollte ich die jetzt nicht verballern hier. 14. Oh, wir haben 14. Ja, dann, hi. Oh, Löschechsen. Krass. Gib her, gib her. Bitteschön. Da haben wir ja immer noch 4 und können immer noch was zu essen machen. Anti-Feuerrüstung, Stärke 3. Eine von Goronen für Besucher hergestellte feuerfeste Rüstung aus Stein. Hm? Was ist? Nein, den Helm kann ich dir nicht geben, der war unglaublich teuer. Wenn du auch einen willst, musst du ihn dir in Goronia kaufen. Goronia ist die 5. Etappe von hier, wenn du in nördliche Richtung gehst. Ach ja, wenn du mir noch mehr Löschechsen gibst, gebe ich dir für 3 Stück 20 Rubine. Joa. Naja, okay. Wir probieren erstmal diese Anti-Feuer-Rüstung aus. So sieht die aus. Können wir nicht Link irgendwie... So war das, genau. Also so sieht das Ganze aus. Wunderschön, ein bisschen klobig vielleicht, aber ich denke, es wird sich auszahlen. Denn wenn ich mich richtig erinnere, kann man mit dieser Anti-Feuer-Rüstung hier in dem Gebiet rumlaufen, ohne Brandschutzmedizin. Aber ich weiß nicht, ob man dafür die komplette Rüstung braucht oder ob dafür dieses Teil, das wir jetzt anhaben, schon reicht. Und ich finde es unnormal, wie viele Löschechsen hier sind. Und ich erinnere mich gut daran, dass rund um diesen Typen, der einem hier diese Rüstung gibt, dass hier einfach extrem viele Löschechsen unterwegs waren. So, die beiden sind am... Mit Schmackes, jawohl, so muss sein. Die beiden sind hier am Schaffe, da möchte ich die ja ungern stören dabei. Der ist auch am Schaffe. So, ich schaffe auch mal ein bisschen. Weil, warum nicht? Mache ich auch. So, und hier geht's weiter, ne? Genau. Wir hätten aber auch da lang gehen können. Jetzt frage ich mich natürlich, was ist da oben? Was haben wir denn da? Weil hier ist ja auch irgendwie ein Weg, oder? Sieht zumindest sehr wegig aus. Aber das ist nicht der offizielle Weg. Dann halten wir uns mal an den offiziellen Weg. Laufen über diese schöne Brücke. So, der Wächter. Oh, schwarzer Moblin. Oh, ja. Haben wir auch noch nicht fotografiert. Von daher machen wir das mal. Und ich glaube, schwarze Moblins sind dann doch ein bisschen härter, ne? So, mit, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Mit Stasis-Modul kann man ganz gut testen, ob die Wächter aktiv sind. Wenn die nämlich gelb angezeigt werden, dann sind sie aktiv. Oder? War das nicht so? Ich glaube schon. Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ehrlich gesagt. Vielleicht erzähle ich auch gerade Quatsch. So, da drüben ist ein Moblin-Lager. Jetzt ist natürlich die Frage, wollen wir das plündern? Was steht denn hier auf dem Schild? 4. Etappe. Hier entlang nach Goronia. Also, wir kommen immer weiter. Wie viele Etappen waren es insgesamt? 7 oder so, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da rechts sind 3 Kisten. Und hier ist Erz. Da sind 3 Kisten. Und hier ist ein Aufwind. Meint ihr? Wir testen's. Ja, das passt. Oh ja, oha. Das geht ja richtig ab mit dem Aufwind. Wir hätten jetzt natürlich auch bis abends warten können. Aber noch hat uns keiner erwischt. Ein Topas. Ein Ritterschild, Stärke 40. What? Schild der Ritter von Hyrule. Hyrule meine ich natürlich. Dank seines robusten Metalls, auch für große Schlachten geeignet, aber wegen des hohen Gewichts kein Schild für Anfänger. Aber das sind wir auch schon längst nicht mehr. Geil, ein mega gutes Schild. Oder ein mega guter Schild. Entschuldigung. Ich komme gleich wieder... Ja, ich verwechsel das oftmals. Ja, Pascal liked einfach 9 Tweets von mir gerade. Sonst hast du auch nichts zu tun hier nachts um 12:30.
Steinspalter, Stärke 15. Ein wuchtiges Goronenschwert aus massivem Metall. Es besitzt keine Schneide, aber es braucht auch keine. Wo es hintrifft, wächst kein Gras mehr. Stärke 15. Ja, wir werfen mal den Erzbohrer weg. Ach schade, ich wollte ihm den eigentlich an den Kopf werfen. Dann nehmen wir mal den Steinspalter mit. Hi. Ja, ich weiß, ich bin ein sehr freches Wesen. So, tschüss. Ich lege mich jetzt mal nicht mit den ganzen... Oh Gott, hier sind auch noch Exalfoss. Nee, nee, du. Da habe ich keinen Bock drauf. Wir... Nö, ich bin jetzt mal einfach so feige. Und die knöpfen wir uns irgendwann später vor. Wir setzen jetzt erstmal unseren Weg fort. Etappe Nummer 5, ne? Ist das jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Alles dreht derbe durch. Da ist der Vulkan wohl gerade ausgebrochen. Aber hier haben wir einen ganz guten Unterschlupf gefunden. Okay. Es ist auf jeden Fall eine gute Idee, hier als erstes hinzugehen. Weil es ist hier voll sicher. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Der Brandschutz läuft jetzt gleich aus. Und siehe an, es reicht. Also nur diese Rüstung reicht aus, um hier die Temperaturen zu überleben. Das heißt, wir können uns jetzt ganz entspannt auf den weiteren Weg machen, brauchen keine Brandschutzmedizin mehr. Es ist eigentlich schon zu einfach, ne? Weil wir haben halt nur das Körperteil an. Wir haben keinen Helm, keine Schuhe. Oh oh. Ja. Und da haben wir den Titan zum ersten Mal von Namen gesehen in dieser Cutscene. Also langsam wird's ernst. Da vorne sieht man ihn schon über den Krater stapfen. Ja, langsam beginnt das Kribbeln. Und wir haben Goronia erreicht. Hi. Willkommen, edler Link. Sag mal, kennen wir uns? Hm? Sag mir, mein Lieber, ob du die Lava... Sag mir lieber, ob du die Lavabrocken eben gut überstanden hast. Wegen dieser Lavabrocken kommen kaum noch Besucher hier lang. Mir ist so langweilig, dass ich jeden so begrüße, als wäre einer der legendären Recken. Link war der Hylianer, der vor 100 Jahren gemeinsam mit unserem Recken, dem legendären Daru, gekämpft hat. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, frag doch den Chef, ganz hinten in der Stadt. Hi, was bringt dich denn hierher? Der Titan. Da bin ich überfragt. Wenn du mehr überfahren möchtest, versuch's doch mal beim Chef. Der weiß eher was. Naja, gut. Okay. Und jetzt muss ich euch was sagen. Was geht denn mit ihm ab? Oh, Geld. Geld! 5 Rubine, geil. Jetzt muss ich euch was fragen. Beziehungsweise, nein, ich kann euch nichts fragen, weil... Naja, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich weiß, dass hier sogar einige Zuschauer bei diesem Let's Play, die von diesem Spiel einfach noch gar nichts gesehen haben. Das freut mich und das ehrt mich auch irgendwie, dass es bislang kein Interesse an dem Spiel gab. Und jetzt, wo ich Let's Play, schauen sie auf einmal zu. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön irgendwie. Upala. Und da es eben, wie gesagt, Leute gibt, die das Spiel ansonsten noch nicht kennen... kann ich jetzt natürlich nicht die Frage stellen, welche Ortschaft oder welche Bereiche im Spiel ihr am schönsten oder am coolsten oder am tollsten fandet. Deshalb möchte ich es an der Stelle halt auch nicht tun. Aber ich möchte euch sagen, dass Goronia
und der Todesberg. Und davon kann meine Freundin ein Lied singen, weil ich hier ständig war. Also meine Freundin wusste immer, okay, wenn ich gespielt habe, dann ist der Speicherstand immer entweder hier irgendwo bei Goronia oder beim Todesberg oder in der Nähe vom Schloss. Das waren irgendwie die zwei Punkte, die mich am meisten angezogen haben im ganzen Spiel. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie haben beide eine gewisse Faszination auf mich ausgeübt. Und ich muss sagen, ich mag Goronia einfach und ich mag den Todesberg und ich liebe die Atmosphäre an diesen Orten und es ist einfach wunderschön. Ich weiß auch nicht wieso, es hat einfach eine Faszination. Ich weiß auch nicht. Deshalb machen wir jetzt ein Bild vom Todesberg und Goronia. Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann die Stadt ein bisschen an, ehe wir uns auf zum Titan machen. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Euer Frittenfriseur. Tschüss.